Fünf Fehler, die meisten Männer beim Online-Dating machen. Erstens, sie unterschätzen komplett die Macht der Bilder. Bilder sind alles beim Online-Dating. Ja, natürlich, klar, die Profilbeschreibung ist auch wichtig, aber wenn deine Bilder nicht passen, dann wird keine Frau überhaupt annähernd auch mal in die Richtung deiner Profilbeschreibung kommen. Zweitens, sie verstehen nicht, dass ein Algorithmus hinter einer Online-Dating-Plattform steckt. Wenn du jetzt also keine Ahnung hast, wie der Algorithmus funktioniert, dann wirst du auch nicht ausgestrahlt und dementsprechend werden Frauen dich gar nicht finden können. Dann kannst du auch die besten Bilder der Welt haben, du wirst ihnen gar nicht angezeigt. Drittens, es geht ein Stück weit auch um Positionierung. Bedeutet, je nachdem, wie du auf diesen Bildern wirkst, wirst du auch andere Frauen anziehen. Ja, wenn du jetzt beispielsweise eher aggressiv schaust und dementsprechend auch eine gewisse sexuelle Spannung aufbauen kannst über deine Bilder, dann wirst du vielleicht diese Frauen auch eher anziehen, die Bock haben auf was Kurzfristiges. Wenn du jetzt natürlich aber zeigst, hey, du bist ein Familienmensch, du hast Freunde, du hast eine gewisse soziale Ader, aber natürlich auch gewisse männliche, attraktive Merkmale, dann wirst du natürlich auch eher Frauen matchen, die Bock haben auf eine längerfristige Beziehung. Das heißt, Positionierung ist auch ganz, ganz wichtig. Viertens, bei den Bildern sind teilweise Bilder dabei, die die Frauen einfach abschrecken. Bedeutet, wenn du jetzt 5 gute Bilder hast, und das 6. Bild ist ein Bild, was die Frau einfach abschreckt, dann wird die Frau dich nicht matchen wollen. Und der letzte Punkt ist, die Männer kommen einfach nicht zum Punkt. Wenn du mit einer Frau ein Match hast, dann schreib mit ihr kurz und knackig und mach ihr klar, dass du sie auf einem Date sehen möchtest, um sie kennenzulernen. Aber wenn du ewig rumschreibst, wirst du sie alle verlieren. Das verspreche ich dir.